einen Wunsch für Marxloh, dass es hier mal ein bisschen sauberer werden würde. Ein neues Bildungszentrum. Mehr Spielplätze so, für die Kleinen. Ich wünsche mehr Deutsche für Marxloh. Ich wünsche mir halt noch, dass es mehr Freizeitmöglichkeiten gibt hier in Marxloh. Mehr Geschäfte hier, ja. Mehr für Jugendliche. Ja. Irgendein Jugendtreff, wo sie sich mal treffen können, Billard spielen, mit Freunden oder so. Einfach abhängen, wie wir es auch gemacht haben. Ganz einfach. Was hat Marxloh überhaupt für Jugendliche? Gar nichts im Moment. Für die Kinder überhaupt, damit die mal von der Straße kommen. Das ist das Einzige, was man machen könnte. Aber ja, das machen die ja nicht. Reißen ja nur ab, die Spielplätze und so, und bauen da was anderes hin. Die Kinder wissen doch gar nicht mehr, wohin. Weiß ich nicht, ob die Politiker dran schulden oder wir. Vielleicht bessere Häuser, bessere Wohnungen? Da glaube ich, hier wird nichts mehr aufgewertet in Marxloh. Ich wünsche mir in Marxloh hier keine Streiterei mehr, nicht so viel Palaver. Ja. Dann wäre hier auch ein bisschen Ruhe in Marxloh. Ich wünsche mir von Marxloh, dass die Kurden-Türken-Streit nicht mehr da ist. Okay. Dass es keine Streitigkeiten zwischen Migranten und Deutschen gibt. Dass es ein bisschen ruhiger wird. Dann macht ja sowieso jeder, was er will. Dass wir alle mal mehr zusammenhalten. Der Zusammenhalt, der fehlt hier in Marxloh. Marxloh soll ganz groß werden und Marxloh soll ganz gut werden und die Geschäfte sollen ganz schön werden. Hier gibt es überall Restaurants und Brautgeschäfte, keine Brautgeschäfte. Einkaufszentrum. Marxloh ganz gut. Ja, Marxloh ganz, ganz gut. Okay, ja, alles da. Kleidungsgeschäft, Lebensmittel, alles und ganz billig in Marxloh. Ne? Diese deutschen Geschäfte fehlen, würde ich sagen. Es fehlt ein Bücherladen in Marxloh. Ich wünsche für Marxloh, dass es sauberer wird. Mehr Sauberkeit. Das ist das Einzige, was mich auch hier an Marxloh stört. Dieser Dreck. Ich wünsche Marxloh schön sauber und die nicht jeden Tag Polizei laufen wie Texas. Ich würde mir wünschen, die D-Mark kommt wieder. Die D-Mark? Ja, da war besser als der Euro. Ja. Das ist gar nichts. Da fehlt nur blonde Weiber, sonst nichts. Keine Marxloh ist auch schön, Marxloh. Bombig, Marxloh. Also ich bin hier groß geworden, aber Marxloh ist für mich ein sterbender Stadtteil. Ich finde das eigentlich so ganz okay, wie es ist. Ein paar Handgranaten brauche ich. Mehr nicht? Mehr nicht. Sollen die Leute nett sein? Soll das Leben besser sein? Ja, und was doch? Soll nicht so teuer alles sein? Juhu! Ja. Und soll alle freundlich sein und zusammenleben alle. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Ja.